Heute, am 14. Mai, habe ich einen Solo-Hike gemacht im Chimney Rock Canyon in der Nähe von Torrey. Ich bin schon 2-3 Mal in diesem Canyon und habe deshalb keine grossen Überraschungen erwartet. Es hat einfach einige grössere Brücken mehr im Flussbett. Das Flussbett ist ja sowieso meistens trocken. Das ist also nicht ein Film für Ungeduldige. Es geht nämlich etwa 20 Minuten. Ist mehr für mich für die Dokumentation. Aber die es gerne schauen, enjoy! Wo muss man jetzt da durch? Nach oben. Und da drüber. Uiuiui. Nicht so einfach. Doch, doch. Das ist easy. Okay, jetzt gehen wir da und dann da. Mal ein bisschen abstützen. Well, well. Well done. That was easy. Sieht schon ein bisschen anders aus als vor weiss nicht wie viele Jahre. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So.
Gehen wir da durch. Da kommt ein Seite Canyon von links. Bam. That's easy. Ah, das Squirrel an mir vorbeigerannt. Da bin ich schon weiter unten, nämlich nach der Mündung von einem grossen Seitencanyon, der Spring Canyon heisst. Der kommt von sehr weit, von den Bergen oben runter, bringt natürlich auch sehr viel mehr Wasser, wenn es regnet. Und vor allem bringt der grosse Lavabrocken aus der früheren vulkanischen Ära, die damals war.
Spring Canyon ist das jetzt. Hat den Namen gewechselt. Da fließt schon mehr Wasser, darum ist es da sauberer. Von dieser Stelle ging es noch etwa 10 km weiter. Ich bin aber jetzt schon 2 Stunden gelaufen und habe an dieser Stelle beschlossen, es ist Zeit zum Umkehren. Give up.